Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen Live-Test und zwar zu dieser Foundation. Das ist die NYX Total Control Foundation. Die wurde ja total gehypt und ich dachte mir so, Maya, teste sie für deine Zuschauer und für dich selber auch aus. Ich wollte es unbedingt wissen, ich war gespannt. Und ich dachte mir, dass das sicher einige von euch auch interessiert. Deswegen habe ich die getestet. Ich habe, glaube ich, 15,90 Euro gezahlt. Sie ist relativ klein, das sieht man. Es gibt 24 unterschiedliche Farben. Ich glaube 24. Auf jeden Fall wirklich von weiß bis schwarz. Also da ist für jeden auf jeden Fall was dabei. Alles, was Deckkraft und Auftragen und betrifft, seht ihr jetzt. So, also so sieht das gute Stück aus. Es ist sehr klein, das Fläschchen. Es ist im Gegensatz zu meiner normalen Foundation. Normalerweise mixe ich immer diese zwei. Und ja, es, obwohl von der Farbe geht es. Es ist nicht so hell, wie ich gedacht habe. Ich schaue jetzt mal. Ich lag eigentlich genau zwischen zwei Helligkeiten. Vorher soll man es gut schütteln, steht drauf. Ich trage es jetzt mal auf. Oh, das ist sehr, sehr gelb. Also das Auftragen kenne ich ja schon von meiner Dior Foundation, dass es halt runter tropft. Ich mag das ja persönlich mehr, als wenn es fest ist. Also es steht 2 Tropfen leichte Deckkraft, will ich sowieso nicht. 4 Tropfen starke Deckkraft. Ich, also fürs ganze Gesicht weiß ich jetzt schon, es wird bei mir niemals ausreichen oder so, dass ich es mag. Ich schaue jetzt mal, wie 4 Tropfen auf einer Seite sind. Das ist auch so ungefähr das, was ich immer mache. Okay, es ist schon sehr hell, ne? Aber das ist ja auch, eigentlich ist das ja auch mein Hauttyp. Ich schminke mich halt immer ein bisschen dunkler, muss ich ehrlich gesagt sagen. Deckkraft ist eigentlich ist okay. Mitte, würde ich jetzt mal sagen. Boah, ist das weiß. Es sieht, wenn es so ist, gar nicht so weiß aus und viel gelblicher. Es lässt sich aber auf jeden Fall krass leicht verteilen. Auf jeden Fall mit dem Beauty Blender. Und wundert euch nicht um meine Augenbrauen. Die sind schon umrandet mit Concealer. Deswegen sieht das gerade vielleicht ein bisschen komisch aus. Okay. Also ich habe jetzt auf der Nase auch so ein bisschen rot. Mal schauen, wie das abdeckt. Also bis jetzt finde ich es nicht so schön, muss ich sagen. Ich hole euch mal jetzt schon im Zwischenstand ein bisschen näher ran. Ich finde, die Haut sieht nicht so ebenmäßig aus mit dieser Foundation, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also die Poren kommen irgendwie ziemlich stark raus, finde ich. Und es sieht einfach nicht ebenmäßig aus. Ich hau jetzt einfach erstmal weiter rauf. Ich benutze halt wirklich sehr, sehr viel immer, glaube ich zumindest. Und vielleicht, wenn es mehr ist, ist es einheitlicher. We will see. Ich fühle mich gerade einfach nur wie eine Leiche. Ich habe übrigens die Farbe TCDF06. Boah, nee, ey, das geht gar nicht gerade. Es sieht so richtig fett, eklig aus, wenn man es schichtet. Aber das ist nur der aktuelle Stand. Vielleicht werden wir es abpudern und alles. Aber, boah, das sieht auch in der Kamera furchtbar aus. Aber. Naja, wir wollen den Tag nicht vom Abend loben oder eher gesagt andersrum. Also mehr würde ich jetzt auf keinen Fall machen. Allein, also Deckkraft ist jetzt eigentlich ganz gut. Aber so vom, wie es jetzt auf der Haut ist, I don't like it. So, seht ihr, was ich meine? Also es sieht, gerade hier habe ich ja jetzt keinen Concealer und alles drauf. Es sieht sehr dick aus einfach. Also hier seht ihr das, was ich, es sieht einfach so geschichtet aus, was es halt nun mal auch ist. Auch hier gerade in dem Bereich, finde ich, da sind halt bei mir auch die meisten Poren. Und genau da sieht es halt auch dann echt nicht so gut aus. Ich mache jetzt mein gewöhnliches Make-up wieder drauf mit Contouring, Highlighter, alles was dazu gehört. Einfach damit ich das perfekt vergleichen kann mit meiner Foundation, die ich sonst immer benutze. Dann melde ich mich zurück und gebe euch nochmal ein letztendliches Feedback. So Freunde, ich habe mich jetzt fertig geschminkt und ich muss sagen, ich wurde vom Gegenteil überzeugt. Ich war anfangs, hat man gemerkt, nicht wirklich begeistert. Jetzt bin ich fertig geschminkt, abgepudert und so weiter und so fort und ich finde es sehr, sehr schön, muss ich sagen. Wirklich. Also es sieht gar nicht mehr so grob aus, was mich am Anfang so extrem gestört hat. Das hat sich
sehr zurückgezogen. Es ist wirklich sehr schön, sehr gleichmäßig auf der Haut und die Farbe ist sehr, sehr gut. Ich muss sagen, fertig sieht es wirklich gut aus. Und gerade eine Foundation zu finden ist sehr, sehr schwer. Deswegen war ich auch erstmal so, alles klar, war klar, ne? Aber es gefällt mir wirklich gut. Also ich zeige es euch jetzt auch nochmal näher, damit ihr auch nochmal den Unterschied zu eben seht. Ich hoffe, ihr habt den Unterschied auch gesehen. Ich bin wirklich jetzt sehr zufrieden und ich dachte während dem Auftragen so, gut, die werde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Aber jetzt bin ich vom Gegenteil wirklich überzeugt und finde es wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr von der Foundation haltet, was ihr vorher dachtet, als ich es aufgetragen habe und was ihr jetzt denkt, ob ihr das genauso seht wie ich, dass es auf jeden Fall jetzt viel, viel schöner ist. Also es ist wie getrocknet, sage ich mal. Es war auch sehr glänzend am Anfang. Also man muss wirklich gut abpudern. Und für eine leichte Deckkraft ist es super geeignet. Und für mittel bis, naja, nicht ganz stark, aber etwas stärker ist es auch gut. Muss man halt gut schichten und vor allen Dingen sehr, sehr gut abpudern. Wie gesagt, lasst mich einfach eure Meinung in den Kommentaren wissen, auch wenn ihr sie vielleicht selber schon ausgetestet habt und sagt mir auch dann mal eure Meinung, was ihr anfangs dachtet und was ihr später dachtet, ob ihr die Foundation gut findet oder auch nicht. Ich hoffe, dieser Live-Test hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich wissen, indem ihr einen Daumen nach oben gebt oder es mir unten in die Kommentare schreibt oder auch einfach beides, ne? Abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Mua.